So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Far Cry 5 hier in Chill Montana. Die Stadt ist total leer und verlassen, alles wieder verbarrikadiert. Nur in der Kirche, da ist schon was abzugehen. Wir treffen den John Seed und werden ihm eine Kugel in den Kopf jagen, denke ich. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, noch ein Magazin. Eine Hochzeit? Drei Schüsse, um diesen verdammten Reifen kaputt zu machen. Jetzt guck mal, dass die auch nicht da wieder... Ne? Pixelblut. Das war so klar, Mann. Oh, der tätowiert mich gerade. Halt still. Ich möchte Jezaun schreiben, nicht Korn. Die Sünde. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsöhnung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Du elendes Schwein! Versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Ich würde gern was tun. Nick. Ja. Ja, ich tu Buße. Das ist die Macht des Herrn. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht, die dich befreit. Ah!
stimmt, der hat eine Waffe in der Bibel. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Sag ja. Ja. Es ist nur ein Wort. Waffe! Schieß los! Los, schieß! Bring John zu deiner Ranch! Los! Oh, fuck, Mann. Komm, steh auf, Mädel, ich brauch dich. Komm jetzt raus, Mann. Los, ja, fahr. Ach, das sind uns. Oh. Nein. Shit, das waren unsere Mann, oder? Das Problem ist, ich sehe, wenn ich anvisiere, nicht, ob ich treffe oder nicht treffe. Direkt vor uns! Vor uns! Wo? Was? Hä? Steht ein Flieger für mich. Oh yeah, Baby. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und
Egal, du fliegst jetzt gleich in die Luft. Ich werde hier durchlöchert. Oh, fuck, Mann. Ach komm ey, leck mich doch am Arsch, Mann! Das ist wahrscheinlich nur, weil der... weil der nämlich noch Verstärkung hat. Ja, kann ich bitte. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast sie weggeworfen. Sieh nur, was du getan hast. Sieh den Jähzorn, den du entfesselt hast. Oh, das ist einfach, ein Flugzeug ist einfach unhandlich. Wie soll ich gegen einen Gegner spielen, der Kamikaze mit mir spielt? Der fliegt ja jetzt, der ist ja zweimal jetzt in mich reingeflogen. Mann, ey. Ja, ich flieg gleich schon wieder in die Luft. Ja, geil! Leute, 2000 Versuche brauche ich wieder für so einen Scheißdreck. Das geht mir dann gerade schon wieder voll gegen den Strich. Absolut voll. Der Vater gab dir eine Chance zur Erlösung und du hast sie weggeworfen. Sieh nur, was du getan hast. Sieh den Jähzorn, den du entfesselt hast. Oh ja, kein Begleiter mehr, das ist schon mal gut. Boah, das ist auf... fucking krass, Mann. Oh, Concentration, Mann! Thank you.
Hat der schon wieder so ein unsportliches Manöver, Alter. Wo ist mein Fadenkreuz? Jetzt komm her, Alter. Ich will dich aus dem Orbit blasen. Ich bin halt einfach nicht so ein Kampfpilot aus dem Zweiten Weltkrieg, Mann. So, letzte Worte, mein Freund. Gott, ganz ehrlich, dich gibt's echt nicht. Raus da. Warte mal kurz. Oh Mann, du kannst nicht mal laden, ey. Komm irgendwie. Oh. Einfach nochmal matschen, ne? Dann geht das schon. So, jetzt fliegen wir da mal hinterher, weil. Wenn wir schon ein Flugzeug haben, Mann, dann fliegt man auch da hinterher. Das war jetzt schon eine Geburt, Mann. Besorge? Alter, willst du mich jetzt komplett verarschen? Ich brauche immer mindestens zweimal Abkühlperioden, damit ich so ein verkacktes Flugzeug runterholen kann. Alter Schwede! Das Spiel will mich echt verarschen. Es will mich komplett verarschen. Los, schneller. Wo sind die Bomben jetzt hin? Wer hat da jetzt gerade auf mich geschossen? Und warum ist meine Maus-Speed so hoch?
Sieh dich doch um. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es mit deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Ja, deiner Seele. So, das war der erste Boss. Bleiben noch zwei. Deputy, ich weiß nicht, was ich sagen soll. John Seed hat dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. What? Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. Das ist eine eierlegende Waffensau, Alter. Jungsfund, eine kleine Info. In den Läden gibt es neue Ausrüstung. Vielleicht ist etwas für dich dabei. Alter Schwede. Alles voll. Jetzt nicht mehr. Das ist eine eierlegende Waffensau gewesen, ey. Leck mich am Arsch. Erreiche John Seeds Bunker. Aha. Wir gucken mal auf die Map. Ach, das ist der eine behinderte Bunker da oben, stimmt. Da ist ein Helikopterlandeplatz, da gehen wir hin und holen uns einen Helikopter. Kannst du bitte mal rückwärts... Das Ding hat keinen Rückwärtsgang. Das Ding hat keinen Rückwärtsgang. Ubisoft, seid ihr so beschränkt, Fahrzeuge ohne Rückwärtsgang zu... Ohne Rückwärtsgang? War das ein Bär? Ah, ein Bär. Roadkill-Fleisch. Darauf stehen ja die Rednecks auf Roadkill-Fleisch. Meinst du, ich sterbe dadurch? Ja, ich krieg Schaden. Aber nicht viel. Beute verkaufen, schnell verkaufen. Oh Mann, verkauft mir echt nichts, gell? Also das Zeug ist nichts wert. Im Prinzip müssen wir irgendwann mal sagen, hey, wir müssen jetzt auf die Jagd gehen. Lalalala. Einen haben wir. Den will ich. 7200. Oh, den haben wir. Cool. Da ist er, die Gute. Ha, geil. Auf zum Bunker. Oh.
Gibt's eigentlich noch mehr solche Anlagen, so komische? Naja, das ist die Grenze. Zum Bunker, stimmt. Hier spricht der Sky Marshal. Macht Platz, jetzt komm ich. Oh fuck, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ah ja, komm. Hey, wir landen den vorderen Sitz. Willkommen im Bunker. Bunkerzugang gewährt. No civilians allowed. Seelendemografie. Ach, die verrückten Sachen will ich gar nicht lesen. Mach schon die Tür auf, ey. Regelung ausgeschaltet. The power of yes. Hallo, Freunde. Wartet auf euch alle. Du Homo, Alter! Die sind schon ziemlich lästig. Links und rechts von euch stehen eure Brüder und Schwestern. Lernt einander kennen. Umarmt einander als eine Familie. Denn gemeinsam. Hoffentlich lebt sie noch, die Deputy Hudson. Scheiß. Du hast schon bald ein Date mit dem Teufel.
Wenigstens kann man durch Kartonage durchballern, ey. Wäre der Hammer, wenn man das nicht kann. Dame, kann man die freilassen? Nein. Ups. Ups. Du tust dir leid, Kumpel. Bin dämliche KI. Vollidiot, nee. Oh, die wurde hier Gehirn wurde gewaschen. Zurückkommst. Oh, doch nicht. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay, da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie heraus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Jo, okay, an dieser Stelle möchte ich... Wir müssen zum Kontrollraum. Jetzt ganz mal chillig. So, wir machen jetzt an dieser Stelle Feierabend, weil wir haben nämlich schon die Zeit um einiges überschritten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Haut rein, ciao.